so ein Kind wie ich, bist du immer zwischen zwei Welten gefangen. Eine Konsumgesellschaft, die wollen schnell, viel, Action, laut, wie wenn Leute sagen, ich kann kein Rassist sein, ich habe auch drei schwarze Freunde. Musst du dich bilden, musst du schlau sein. Das ist die schlauste Waffe, die du haben kannst, dein Gehirn. Ja. So, Polizeigewalt ist für mich nicht neu, es ist einfach nur viral mittlerweile. So, die Leute werden so jetzt durch die ganzen Videos aufgeweckt gucken und sagen, boah, krass, gibt Polizeigewalt, das existiert. Und ich sage, ja, das existiert schon. Damals, als ich 14, 15 war, hat es schon existiert. So, meine eigene Mutter hat mir nicht geglaubt, wenn ich nach Hause kam und ihr gesagt habe, das und das ist passiert. Jo Leute, herzlich willkommen zu Beast Kitchen, Deutschlands vielfältigste Küche, und heute mit dabei Jalil. Yes, sir. Schön, dass du da bist. Freut mich. Jalil ist schon seit 2004 im Rap-Game. Ja. Vorher unter einem anderen Künstlername. Ja, so halb, ja. Genau, mittlerweile bei Sony gesigned. Sony gesigned, richtig. Sehr wunderbar. Und heute bei Beast Kitchen, wir werden was Wildes kochen. Yes. Eine Brokkoli-Hähnchenpfanne. Yes. Das Ganze wird mit Sojasauce, Ahornsirup, Limette gleich nochmal angedunstet. Dazu kommt nochmal ein bisschen Möhre mit rein, Ingwer. Und mit der Frühlingszwiebel wird das Ganze dekoriert. Ich bin gespannt, was wir hinkriegen heute. Ja, Mann. Das wird auf jeden Fall richtig lecker. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir quatschen nicht viel rum. Wir fangen direkt an. Direkt, let's go. Ja? Fit in der Küche? Ich probiere es. Okay, dann würde ich dich bitten, die Hähnchenbrust in Stückchen zu schneiden, mundgerechte Stücke zu schneiden. Easy. Und in der Zeit würde ich den Sesam anrüsten. Let's go. Am Freitag hast du eine Single gedroppt. Ja. Jalil? Yes. Mit den Manuelsen und Shay. Yes. Grüße gehen raus an Manuelsen, der Abo-Italiener. Der war ja auch schon hier bei uns in der Küche, hat sich auch tapfer geschlagen. Ich habe die Folge gesehen, sehr, sehr nice. Wunderbar. Und Shay ist neu dabei? Ja, Shay ist der Sänger. Hör ich heute zum ersten Mal. Ja, sehr, sehr guter Sänger, junger Typ. Mhm. Wir hatten eigentlich einen anderen Sänger auf dem Song drauf. Der ist aber so last minute abgesprungen, weil er jetzt einen neuen Deal gesigned hat. Ja. Und dann kam es halt dazu, dass Shay auf den Song aufgekommen ist. Ich habe Shay gefragt, der hat direkt Bock. Auch sehr, sehr cooler Typ. Ja. Sehr, sehr talentiert. Und dann habe ich mit Shay den Song. Also quasi aufgeholt. Du bist in Berlin geboren? Yes. Ja, in Berlin geboren? Ja. Mama ist Deutsch? Mama ist Deutsch, Papa Amerikaner. Papa Amerikaner, war Soldat. In Berlin stationiert? Ja. Und ist wieder zurück nach Amerika? Ist, hat einen kleinen Umweg gemacht. Mein Vater ist damals dann erstmal nach München da stationiert worden. Ja. Dann ist er von München quasi nach Amerika wieder gegangen. Okay, wie alt warst du, wo er wieder zurück nach Amerika gezogen ist? So um die 6, 7 Jahre alt muss ich gewesen sein, irgendwie so in dem Dreh. 6, 7 Jahre alt? Yes. Hast du nicht so viel mitbekommen, ne? Also ich sag mal, so die Kultur von Amerika hast du jetzt nicht so viel mitbekommen von deinem Papa? Nicht, oder hat nicht, deine Mama dir das vielleicht eventuell nahegelegt? Meine Mutter hat es probiert, so gut sie konnte. Ja. Aber ich meine, wo ich so 6, 7 Jahre alt war, das war so eine Zeit, da waren die Amis auch noch in Deutschland stationiert. Wir hatten ja auch viele Bekannte und Freunde, die halt noch Amis waren. Mhm. Dadurch haben wir mit denen halt auch noch Kontakt gehabt. Und die ganzen Soldaten und so. Und dadurch hatte ich noch so ein bisschen den, sag ich mal, den Kontakt und so ein bisschen den Zugriff dazu. Mhm. Aber dann irgendwann, als die ganzen Amerikaner quasi wieder nach Amerika gegangen sind, hat es dann nachgelassen. Und dann habe ich dann irgendwann so ein bisschen die Kultur, sag ich mal, verloren und bin dann nur so mit der deutschen Kultur aufgewachsen. Meine Mutter selber, lustigerweise, was die Leute halt nicht wissen, ist, meine Mutter ist blond und blauäugig. Mhm. Und mein Onkel auch. Meine Tante ist schwarz, weil meine Oma ist quasi auch quasi halb Amerikanerin, halb deutsch gewesen. Also das heißt, meine Oma selber ist auch so wie ich, so dunkelhäutig. Und dadurch haben wir das quasi schon immer so ein bisschen in der Familie drin gehabt. Also von meiner Oma, der Vater war damals auch Soldat, auch aus dem Krieg, also auch im Zweiten Weltkrieg zu der Zeit hergekommen. Ja. Da ist meine Oma dann quasi danach entstanden. Und dadurch war das bei uns in der Familie quasi immer so ein bisschen mit drin. Und die Kultur kam auch so ein Stück davon. Aber sind doch teilweise alle sehr deutsch aufgewachsen. Wie sah das denn aus? Oder wie hat man dir dieses Kulturelle nahegelegt? War das der Kleidungsstil? War das das Essen? War das das Fernsehprogramm? Wie hat es ausgeschaut? Die amerikanische Kultur, meinst du? Ja, genau, richtig. Es war definitiv natürlich einerseits die Musik, Kleidungsstil. Ja, also meine Mutter zum Beispiel hat auch immer so darauf geachtet, dass ich, wo ich klein war, so meine Mutter hat jetzt nicht viel Geld, alleinerziehende Mutter und so weiter. Mhm. Hat aber trotzdem immer versucht, so darauf zu achten, dass ich so Schuhe anhab, so Markenschuhe, sagen wir Nikes oder damals auch Puma, Reebok, was auch immer damals so ein bisschen in war. Das war hier schon immer sehr, sehr wichtig, dass wir, also meine Schwester, die kam dann 7 Jahre später, aber dass wir so gewissermaßen immer so ein bisschen die Kleidung hatten und den Stil, dass ich artgerecht natürlich auch so ein bisschen von meinem Auftreten war, von dem
Klamotten, von meinem Haarschnitt und so weiter und so fort. Also meine Mutter hat schon immer so ein bisschen den Einfluss dahin mir mitgegeben. Aber kulturell, also was zur Küche und sowas anbelangt, war meine Mutter jetzt selber und auch die Art, wie sie erzogen wurde, dann schon sehr, sehr deutsch. Also das heißt, sehr deutsch, ja. Ja, das Kartoffelstampf und Eisbein. Ja, ja, Eintopf, weiß ich schon, diese ganze Sache. Ja, schön, sehr schön. Wie war denn so deine Kindheit in Berlin? Multikulti. Multikulti, aber ich denke mal, so, gab es vielleicht auch mal so eine Identitätsfrage für dich in deiner Jugend? Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Voll, voll. Yeah. Also das Ding ist, ich selber bin in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen, die Terrorsiedlung. Mhm. Und muss dir vorstellen, da ist es halt super Multikulti. Du hast Türken, Araber, Polen, Russen, Albaner, ja, alles Deutsche. Alles Deutsche, so wirklich alles Multikulti. Mhm. Und wenn du halt in so einer Siedlung aufwächst, als ein Kind, was teilweise halt einer der wenigen ist, die halb Amis sind oder halt wirklich auch eine dunkle Hautfarbe haben, dann wächst du da halt auf und suchst erstmal deine Identität. Dann versuchst du die Jungs zu finden, die dann teilweise auch noch zum Beispiel auch Kids sind, die halb Amis waren oder deren Väter Afrikaner waren oder ähnliches. Und versuchst dann zu denen so die Bindung zu finden. Und das war so die Anfangszeit, wo ich klein war. Es war schon sehr, sehr schwierig. Hab da auch quasi meine Erfahrungen mitgemacht und bin dann am Anfang sehr Multikulti aufgewachsen. Ich sage das auch sehr gerne und sehr oft in Interviews, dass ich zum Beispiel mit arabischen Großfamilien groß geworden bin, bevor sie arabische Großfamilien betitelt wurden. Also das heißt, bei mir in der Siedlung war die Scharur-Familie sehr, sehr stark vertreten. Mit den ganzen Jungs bin ich aufgewachsen. Mhm. Und für mich war das einfach nur eine Gruppe von Jungs, die einfach viele Cousins hatten oder viele Geschwister oder so. Das ist einfach eigentlich nur eine Großfamilie. Familie. Ja. Heutzutage wird das leider als Clan betitelt. Ja, als und wird ja dann immer wieder mit negativ... negativ assoziiert. So genau. Ja, ja, voll. Und für mich gab es das damals nicht. Für mich war das so, boah, krass, Alter. Der Hamoudi hat 5 Cousins, die irgendwie hier wohnen und dann noch 20 in Neukölln und noch, weißt du, 27 irgendwo in NRW und so. Und für mich war das voll krass. Und ich kannte das halt nicht so als so kleiner Junge, weißt du. Und, du bist Einzelkind? Nee, ich habe 2 Halbgeschwister und eine Schwester noch. Oh, ja, ja, ja. Und das war halt das Ding. So, für mich war das die Art, wie ich damals aufgewachsen bin. Für mich war das völlig normal. Und deswegen bin ich so in der Siedlung auch super Multikulti aufgewachsen und ganz easy halt mit den ganzen Jungs da aufgewachsen. Aber die Identität für mich zu finden, also zu deiner Frage so, war sehr, sehr schwierig, weil für mich gab es ja zu der Zeit nicht wirklich jemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte. Also alle Älteren, die um mich herum waren, waren halt Jungs aus anderen Kulturen, Religionen etc. Das heißt, ich hatte nie wirklich so hundertprozentige Vorbilder, zu denen ich aufschauen konnte. Mhm. Und das kam dann irgendwann mit der Zeit und auch selber meine Identität zu finden, zu verstehen, woher komme ich, was mache ich so. Weil du bist ja als so ein Kind wie ich, bist du immer zwischen zwei Welten gefangen. Das heißt, du bist einerseits... Für die Amerikaner bin ich der deutsche Sohn, der so nach Amerika kommt. Ja. Und für die Deutschen bin ich doch der Ami oder der Ausländer oder sonst was. Das heißt, du bist immer irgendwie zwischen zwei Welten und hast nie wirklich ein Zuhause. Und das ist was mich bis heute so begleitet. Und deswegen war das schon so eine sehr, sehr schwierige Phase. Klar, als Kind schwieriger als Erwachsener. Hast du da auch so, ich sag mal so, aufgrund dieses, wie soll ich das sagen? Du bist ja hervorgestochen, ja? Du warst halb Ami, halb Deutsch. Ja. Ja. Hast du da Gewalt gespürt, Gewalt erlebt, sag ich mal, von den arabischen Großfamilien oder von den... Von den Leuten im Plattenbau oder mit der Polizei, bist du vielleicht da in Konflikt geraten? Voll. Also als Kleinkind war das definitiv schon so, dass ich, wo ich sehr, sehr klein noch war, oft diskriminiert wurde von anderen Kindern. Ja. Einfach auch so vom Aussehen, du bist eins der Kinder, so im Kindergarten, was dunkler ist als die anderen. Dann teilweise auch die Kinder, die zum Beispiel türkisch oder arabisch oder so waren, die sind ja halt dann noch nicht so dunkel als Kinder oder vielleicht eine hellere Hautfarbe. Die fühlen sich dann eher den weißen Kindern zugezogen als dir. Mhm. Dann sagen die, hey, warum sieht der anders aus? Und ich wurde als Kind, wo ich klein war, viel, viel, viel gemobbt. Ja. Also viel bis zu einem bestimmten Alter. Irgendwann bin ich ein bisschen größer, kräftiger geworden. Dann habe ich mich gewehrt. Dann habe ich den... Was für ein Alter reden wir? Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche. Ja, so 7, 8. Wo ich dann 7, 8 war, so in der Zeit war es dann so, dass ich dann irgendwann, weißt du, weil du wandelst es ja irgendwann dieses, das, was du abkriegst, wandelst du irgendwann in Aggression um. Genau, wirst du dann so von deiner Art ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver. Das ist bei mir so mit 7, 8 passiert. Dann habe ich den ersten Jungen, der damals der größte war, ich glaube Timo hieß der. Habe ich mir zum Bus genommen, habe ich Timo damals, weiß ich noch, im Kindergarten, habe ich den auf dem Hof hinten, habe ich den kaputt gehauen, weil ich einfach alles rauskam, der war 2 Köpfe größer, aber ich habe einfach raufgehauen, dann haben die anderen Kids gesehen, okay, scheiße, der hat den Größten gerade kaputt gehauen und dann waren die auf einmal alle, hey, du bist unser Bruder, so. Weißt du, so, wie die Kinder halt sind, so, Schlimme Kinder, ne? Aber es ist eine Erziehungssache, Kinder lernen sowas, weißt du, das ist halt das Problem, so, wenn Kinder das von zu Hause aus mitkriegen oder nicht besser belehrt werden, dann haben die halt so ein Auftreten und so eine Art an sich, was für sie normal ist, weißt du, und dann hören die von zu Hause bestimmte Begriffe, die hören dann das N-Wort oder die hören dann das oder mit denen, weißt du, so die Eltern, die geben das in den Kindern oft unterbewusst mit, so Rassismus ist ja leider
sehr tief in der deutschen Kultur so leider ein bisschen verankert. Und wenn du es ansprichst oder sagst, ey, es existiert, dann denken die Leute immer direkt an den Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus und dass man sie jetzt Nazis betitelt und dann versuchen sie mal gleich gegenzubrechen. Mhm. Und dann kommt so eine Abwehrhaltung. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn du das Thema in Deutschland ansprichst. Das Thema halt, Rassismus als Dunkelhäutiger, die können das nicht nachempfinden. Voll. Na, die wollen es also, auch nicht hören. Also, die wollen es auch nicht hören. Also ich habe vor kurzem eine nicht schöne Erfahrung gemacht, leider auf Social Media, Instagram. Ja. Da war eine weiße Influencerin, ja die hat es geschafft, die hat gut abgenommen, die Dame. Ja, ich weiß, wie du meinst. Ganz kurz, also sie hat ganz kurz abgenommen, ich will keinen Namen nennen, es geht auch jetzt nicht um den Namen, sondern einfach nur an den Fall an sich. Ja. Sie hat krass abgenommen, hat sich gemacht, hübsch geworden. Ja. Und dann war sie Instagram live und da hat sie irgendeine Followerin drauf angesprochen, warum sie abends dann so Muffin isst. Ja. Und sie hat so einfach so mit einer arroganten, ekelhaften Art dieses N-Wort benutzt, so als wenn das voll selbstverständlich wäre. Ja. Ich dachte, ich fall wirklich so aus allen Socken. Diese Dame hat eine gewisse Verantwortung, hat eine gewisse Reichweite. Voll. Und da kann man das nicht so einfach raushauen. Und dann im Nachhinein begründet, sagt sie so, ich bin doch Michael Jackson-Fan, ich habe nichts gegen Schwarze. Ja, das ist wie die Leute, das ist wie wenn Leute sagen, ich kann kein Rassist sein, ich habe auch drei schwarze Freunde. Ja, verstehst du, was ich meine? Genau. Also, das ist für mich die schlimmste Ausrede, die es gibt. Also auch generell, auch das, was sie da gemacht hat und dann auch die Ausrede hinterher. Weißt du, das Problem ist, die Leute setzen sich ja nicht damit auseinander. Die werfen dann irgendwas einfach raus und anhand dessen, wie sie es gesagt hat, ich habe ja das Video auch gesehen, merkst du, dass das so, das ist ihr Charakter. Der das ist ihr Charakter, genau, ja, das wollte ich ja sagen. Also sie hat es nicht gesagt, so Ausrutscher oder so, sondern wirklich mit einer gewissen Arroganz und Überheblichkeit auch so, weißt du, wie ich meine? Ich dachte, das hat mich so wirklich getriggert. Und auch erniedrigend gesagt. Ja, weißt du, das ist so abwertend. Abwertend, so. Abwertend. Als ob das so das Normalste ist. Genau. Das auch so. Und gerade sie, so, ich denke mal, sie wurde früher auch diskriminiert, irgendwo in der Ecke gestellt aufgrund ihrer Optik, verstehst du mich mal? Ja. So, sie sollte ein bisschen Feingefühl dafür haben, verstehst du mich mal? Und auch ich appelliere an sie, so, dass sie mit ihrer Verantwortung und ihrer Reichweite so verantwortungsvoller mit umgeht. Aber das Problem ist, dass wir in Deutschland, oder was heißt wir, ich ziehe mich da auch so ein bisschen in die Verantwortung mit rein, dass wir teilweise einfach über bestimmte Sachen nicht reden, sondern sie Leuten zu schnell vergeben. Das Problem ist, dass wenn jemand so einen Ausrutscher hat, dann sagen die Leute nicht, ah, okay, weißt du was, wir ziehen dich jetzt zur Verantwortung, setz dich mal mit dem Thema auseinander, lies mal ein paar Bücher, mach mal das, beteilige dich mal sozial, weißt du, setz dich mal mit viel mehr auseinander, mach Charity, was auch immer, um da so ein bisschen gegenzuentwirken, sondern die Leute vergessen das nach 2-3 Wochen und reden wieder über was ganz anderes. Genau. Und solange wir die Leute nicht in Verantwortung ziehen und sagen, okay, ihr müsst viel mehr über das Thema reden und viel mehr machen, werden die Leute sich auch nicht ändern, weil die wissen, okay, in 3 Wochen ist eh alles vergessen. Mhm. In 3 Wochen passiert der nächste Skandal bei jemand anderes und dann ist vorbei. Mhm. Ich finde, das Jahr 2020 haben wir aber gut an Aufklärung geleistet. Ja, finde ich so aus meiner Sicht so. Ja. Wir haben mehr über Themen geredet, aber die Nachhaltigkeit fehlt. Die Nachhaltigkeit fehlt. Also wenn du über Black Lives Matter redest. Genau, die Nachhaltigkeit fehlt, weißt du, wie ich meine? Und noch tiefgründiger in die Sache reingehen, weißt du, wie ich meine? In die Materie. Ja, aber ich finde so, man ist wirklich so auf einem guten Weg. Ich beobachte jetzt auch so manche Jugendliche, ich schaue immer so, was meine Follower machen. Und wirklich so, die Kleinen fangen es schon an zu checken und das freut mich. Verstehst du mich mal? Gerade wenn du jetzt sagst, so in deiner Kindheit, du hast das gespürt, wie die Kinder das so aufgefasst haben. Ich sehe da einen leichten Wandel und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Das liegt aber auch an uns. Das liegt auch an uns, weil wir langsam so die Elterngeneration sind, die den Kindern das mitgeben. Das heißt, so, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir sagen, okay, die Kids, die schauen zu uns auf. Wir sind diejenigen, die den Kids zeigen, dass wir Multikulti sind, dass es normal ist, dass man niemanden diskriminieren soll. Das heißt, wir sind so in der Verantwortung, das weiterzugeben. Und deswegen ist die jüngere Kultur auch ein bisschen anders mittlerweile, weil die Kids halt mehr Multikulti aufwachsen. Und Social Media hilft dem auch. Das heißt, als Kind hast du einen viel schnelleren Zugriff zu der Welt und was auf der Welt geschieht. Ich meine, so früher, ja, allein wenn du so kleine Beispiele nimmst wie Mode oder Klamotten oder so, wie lange hat das gebraucht, bis irgendwas in Deutschland angekommen ist? So an Schuhe oder sonst was, wo wir gesagt haben, boah krass, jetzt will ich den und den Schuh haben. Oder wenn es um Musik ging. Früher, ganz kurz, früher kam auch ein Nike-Schuh oder ein Modell, sag ich mal. Ja, das hat ein halbes Jahr gehalten. Ja, und dann, also wo man danach geschaut hat nach dem Modell, heute kommt ja jede Woche ein neues Modell raus. 100%. Du hast ja keinen Überblick. 100%. Und das ist auch Social Media zu verschulden, weil alles viel schneller passiert, die Welt bewegt sich schneller. Und wir haben schnelleren Zugriff auf alles, auch auf Musik und so. Deswegen ist auch die Musik mittlerweile in Deutschland auf so einem Level mit Amerika, dass der Sound parallel gleich ist, weil die Leute einfach viel schneller auf alles zugreifen können. Mhm. Vor 5, 6 Jahren, vor 10 Jahren gab es das nicht.
Da kam in Amerika was raus und wenn du wirklich Insider warst, dann hast du es gehört. Und wenn du es hier gemacht hast, haben die Leute gesagt, was machst du für Müll? Ja, so, und jetzt ist das alles irgendwie so parallel. Und ja, ja. Weißt du, das hat so seine Vorteile und Nachteile. Ja, weißt du, ja, 100%. Während wir uns jetzt unterhalten haben, habe ich hier ein bisschen Kokosöl in die Pfanne gemacht. Yes. Brat jetzt Hähnchenbrust an. Okay. Ja, Sesam ist auch schon goldbraun angeröstet. Ja. Kommt gleich auch noch schön in die Pfanne mit dazu. So. Haben wir dich schon angebraten? Wir haben uns gerade über Social Media unterhalten. Ja. Es hat ja Vor- und Nachteile. 100%. Ja, Nachteil, wir können Hetze machen. Wir können die Kids, sag ich mal, ins Verderben bringen, indem wir sie immer sagen, konsumier, konsumier, sag ich mal. Du weißt schon, was ich meine. Materielle Dinge. Materielle Dinge, genau. Und wir können auch was Gutes machen, ja, und Aufklärung leisten, natürlich auf Social Media. Und ich finde, so da ist die Basis oder den Fokus, sollten wir darauf halten auf die Kids. Voll, 100%. Verstehst du, wie ich meine? Weil die können wir aufklären. Die Älteren, wenn die das schauen und checken, wäre cool. Ich sag mal so wie die, weiß schon, ne? Ja. Wäre sehr nice, wenn die das auch später checken. Aber ich denke so, die Kids würden uns eher verstehen. Ja, aber wobei ist es nie zu spät. Ich sag dir ehrlich, ich habe auch vor ein paar Jahren angefangen, mich mit Themen mehr auseinanderzusetzen. Mich mehr zu belesen, mehr zu verstehen. Und das kann ich jedem mitgeben. Lest mehr. Versucht mehr zu verstehen, weißt du. Weil ich glaube, es ist nichts gefährlicher als so einer wie du oder wie ich oder sonstige Leute, die so aus so einem Klassismus so weiter unten eingeordnet sind. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist jetzt alles ein tieferes Thema. Aber die intelligent sind, die sich mit Sachen auseinandersetzen können. Und dann passieren so eine Sachen auch nicht, dass Leute aus so einer Haltung heraus erniedrigend sein können oder sagen können, hey, ich stehe über dir oder sonstiges. Weil du hast deine Intelligenz. Du bist dann schlau genug zu sagen, nein, warte mal, hör mal zu, so, so, so. Und du kannst die Leute belehren. Wenn du aber selber da stehst und selber kein Wissen hast und die Leute nicht belehren kannst, womit willst du dann angreifen? Weißt du, was ich meine? So? Und wenn du dann anfängst, aggressiv zu werden, laut zu werden oder sonstiges, dann bist du wieder nur der Typ, den die quasi schon in den Medien darstellen und sagen, guck mal, der ist das, der ist genau das, wovor wir euch waren. Ja, das ist wieder so einer, der kommt und einfach nur laut ist, der aggressiv ist, der sonst was ist. Mhm. Das ist genau einer von den Clans, die wir im Fernsehen zeigen, Deutschland, ihr müsst Angst haben, wird die AfD. So, verstehst du, was ich meine? Also dann kommst du genau in dieses Bild wieder rein. Deshalb musst du dich einfach, weißt du, musst du dich bilden, musst du schlau sein. Das ist die schlauste Waffe, die du haben kannst, dein Gehirn. Absolut. Hat Bruce Lee früher auch schon einmal gesagt. Malala, kennst du Malala? Yeah. Ja, der mit Stift und Papier einen Krieg gegen die Taliban aufgenommen. Und das Mädchen hat gewonnen. Sie alleine mit ihrer Familie. Meinst du? Und das sind einfach Sachen. Und das meine ich. Du liest. Es gibt wirklich sehr starke Persönlichkeiten, ich sag mal, die auch nicht so hervorstechen in der Social Media. Yeah. Verstehst du, wie ich meine? Weil die vielleicht nicht dieses perfekte Bild mit sich bringen. Weißt du, wie ich meine? Schön gemacht, alles glänzt und. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Die legen aber auch nicht Wert auf dieses Äußere, sondern die inneren Werte zählen. Und da sollte man sich so wirklich Gedanken machen und in sich gehen, was will ich eigentlich? Ja, will ich so scheinen, bling, bling und abgehoben und arrogant sein und die Leute hinter meinem Rücken fluchen über mich oder drängen mich in eine Ecke? Oder ich lasse mal den Schein und bling, bling weg, ja, und öffne mich und lasse die Menschen mal an mich herantreten und ich gehe auch in die Kultur hinein und fühle das oder versuche es zu fühlen. Ja, aber das können viele nicht. Wir sind in einer Konsumgesellschaft. Ja. Der erfolgreichste Film ist Avengers. Verstehst du, was ich meine? Und wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, welcher Film ist inhaltlich besser, Departed oder Avengers, wenn wir beide sagen, Departed ist ein krasserer Film, der bessere Dialoge hat, der besser geschrieben wurde. Ja. Aber jeder Mensch, oder wenn du von 100 Menschen einfach eine Umfrage machst, werden 80 sagen, Avengers ist der bessere Film. Ja. Verstehst du, weil die Gesellschaft einfach so, die funktioniert so. Es ist eine Konsumgesellschaft, die wollen schnell, viel, Action laut, einfach nur das haben. So. Ja, das ist das Problem. Darf ich dich einmal bitten, den Brokkoli in kleinen Rosen zu schneiden? Yes. Die Möhren in kleinen Scheiben? Yes. Wir haben so cool unterhalten, dass das mir untergegangen ist. So, in dem Stil? Oder? Ja, sieht gut aus. So, Jolly, du wirst jetzt bald ein Album droppen am 26. Yes. Was erwartet uns? Boah, anhand der Singles hat man schon gemerkt, dass es ein sehr, sehr hartes Album ist. Jetzt die letzte Single mit Manu und Jay ist ein bisschen ruhiger gewesen als die davor. Mhm. An sich aber definitiv ein Album, was sehr nach vorne geht. Ich hatte einfach das Bedürfnis, so gerade nach so einer Phase wie jetzt diese ganze Corona-Phase und so, das Album heißt ja auch Reset, in so eine Richtung zu gehen, dass ich mich so ein bisschen neu starte, reboote, ein bisschen auch in die Vergangenheit gehe, meine Jugend, alles drum und dran, die Sachen, die man erlebt hat mit den Leuten, mit denen man unterwegs war und so weiter. Das war so das Hauptthema. Guck mal, ich mache hier voll das Chaos gerade. Das ist nicht schlimm. Das kannst du ruhig hier reinmachen. Also die geschnittenen kannst du ruhig hier schon reinmachen. Ja, nicht schon mal rein. Mhm. Auf jeden Fall war das so das Erste, was ich machen wollte. Und deswegen ist die erste Hälfte vom Album
so in die Richtung. Und bei der zweiten Hälfte vom Album wird es dann aber auch sehr persönlich. Also so Songs wie Poster zum Beispiel drauf, eine von meiner Kindheit. Dann habe ich einen Song wie Ich kann nicht atmen, der das erste Mal so, glaube ich, ja, so ein... Ja doch, der erste Song von mir ist, der so ein bisschen in so eine Richtung gegen Rassismus und auch Polizeigewalt und sowas geht. Mhm. War mir sehr, sehr wichtig, das Thema einfach mal anzuschneiden und meine Reichweite dafür zu nutzen. Ich hatte selber das Gefühl, dass ich sowas in der Vergangenheit zu wenig gemacht habe. Ich mache das über Social Media ab und zu mal, dass ich bestimmte Themen anspreche, aber über die Musik selber noch nie so gecheckt. Okay. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, weißt du was, ich muss das mal machen. Und so kam das zustande, dass ich so einen Song gemacht habe. Du sagst, das ist ein sehr wichtiges Thema, aber habe ich gerade rausgehört, Polizeigewalt. Ja. Hast du das in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt? Voll. In der Jugend fing es an. Ja. Gerade bei Leben. Erstes Mal, glaube ich, mit 13, 14. Mit 13, 14, ja, Polizeigewalt erlebt. Ja, das erste Mal mit 13, 14. Da wurde ich quasi in einen Streifenwagen von der Polizei mitgenommen, oder Mannschaftswagen, so einen kleinen. Mhm. Haben mich dann reingezogen, haben mich einen Kumpel kontrolliert, gefragt, was wir hier in der Gegend machen, warum wir hier unterwegs sind und so weiter und so fort. Haben uns auf Drogen kontrolliert. Also, mit 13 haben die euch auf Drogen kontrolliert? Ja, krass. Die haben uns mit 13. Also, in welcher Ecke von Berlin? Lichterfelde Süd, in der Thermosin. Ja. Ich meine, man muss sagen, halt, da hat auch viel Drogenhandel und so weiter stattgefunden. Aber an sich haben die halt teilweise quasi, sobald die einen gesehen haben, immer gecheckt, geprüft und so weiter und so fort. Dann habe ich das natürlich auch von Freunden aus dem Umfeld gehört, von Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, wo teilweise unschöne Geschichten passiert sind, die von Polizisten geschlagen wurden, die von Polizisten hochgenommen wurden, kontrolliert wurden tagtäglich. Mhm. Was mir auch immer wieder passiert ist, so Kripos, die dann irgendwie stehen an der Bushaltestelle damals, kommt ein Kripo, zerrt mich zur Seite, packt mich aufs Auto, sagt, hey, was machst du hier? Ich sage, ich fahre mit Bus. So, damals, wo ich 16 war, zu meiner ersten Freundin gefahren. Ich bin das erste Mal hier, ja, was machst du hier und so weiter und so fort. Und ich war so, Alter, so, ich bin hier, besuche meine Freundin, was wollt ihr von mir? Ja, ja, du hast hier nichts zu suchen, bam. Und so eine Sachen erlebst du halt immer wieder. Und wenn du immer wieder so das Gefühl hast, okay, krass, das passiert so, dass so ein Stigmata, was von der Polizei stattfindet, sei es jetzt, weil du in der Siedlung wohnst oder weil du ein Ausländer bist, ich selber war dann auch ziemlich groß irgendwann mit der Zeit, dann bist du so geprägt dadurch. Und das war das Problem halt irgendwann bei mir. Also, du sagst, also in deinen jungen Jahren hast du älter gewirkt, als du eigentlich bist. Ja, in dem Alter noch nicht so krass, so mit 14, 15, 16 fing es an. Dann habe ich irgendwann so einen Schub gemacht, bin groß geworden. Und ja, dann fing es halt an. Und meinst du, zu der aktuellen Zeit, spürst du dieses, sag ich mal, Racial Profiling, nimmst du das noch wahr, Polizeigewalt, dass man dich aufgrund deiner Optik so rauszieht, oder betrifft das eher 100%, 100%, ja, 100%. Das passiert bis heute. Ich wurde vor 2 Tagen von Kripos kontrolliert. Mhm. Also es passiert in Berlin eh regelmäßig, dass du immer wieder, sobald du irgendwo lang fährst oder irgendwas machst, dass die kommen, dich rausziehen. Es gibt auch Gesetze dafür, dass sie das mittlerweile machen dürfen. Und es passiert permanent. Sobald die dich sehen, sobald die irgendwie das Gefühl haben, okay, der könnte irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwo sein, muss in Berlin nur an der falschen Ecke sein, wo die sagen, okay, hier passt ja in irgendein Profil rein, musst du automatisch kontrolliert. Also es passiert permanent. Ich finde, leider zu oft, ich finde so Themen wie diese George Floyd-Geschichte, haben die Leute so kurzzeitig aufgeweckt. Ich glaube, da haben wir auch das erste Mal realisiert, dass sowas passiert. Die Videos, die dann auch in Deutschland viral gegangen sind. Yeah. So Polizeigewalt ist für mich nicht neu, es ist einfach nur viral mittlerweile. Weißt du, so, ich habe das erste Mal, so, die Leute werden so jetzt durch die ganzen Videos aufgeweckt gucken und sagen, boah, krass, gibt Polizeigewalt, das existiert. Und ich sage, ja, das existiert schon. Damals, als ich 14, 15 war, hat es schon existiert. So, meine eigene Mutter hat mir nicht geglaubt, wenn ich nach Hause kam und ihr gesagt habe, das und das ist passiert. Und die war so, ach, die Polizei macht doch sowas nicht. Mm-hmm. Was hast du eingestellt? So? Ja, weißt du, dann denke ich mir, okay, wenn meine eigene Mutter schon so denkt, dann brauche ich nicht erwarten, dass andere Menschen mir glauben. So. Aber im Endeffekt hat es schon immer existiert. Und jetzt haben wir nur durch Social Media die Möglichkeit, dass das Ganze viral geht, dass die Leute aufmerksam werden, weil es viral geht und dass die Leute halt viel mehr drauf achten. Das war sehr gut gemacht, Habibo. Danke. So, ich schneide jetzt eben mal schnell hier den Knoblauch. Ja, ja, ich muss ja auch was tun hier in der Küche. Ja, und ich finde das auch super, dass du, sag ich mal, deine Reichweite nutzt, ja, und auch deine Kunst, ja, deine Art von Musik, wie du das auch damit verpackst, Thema Polizeigewalt ansprichst, auch Racial Profiling, finde ich sehr stark. Ist wichtig. Ich glaube, wir müssen das alle einfach so ein bisschen machen, die Leute darauf aufmerksam machen, weil ich glaube, es gibt immer noch zu viele Leute, die Angst davor haben, die Angst haben, sich zu äußern, die Angst haben, laut zu werden. Und wenn wir nicht diejenigen sind, die den Kids mitgeben, mach das, äußere dich zu denen, weißt du, hab so den Mumm, dann wird es keiner machen.
So, weißt du, und wir sind doch schon in einer Vorbildfunktion, wir sind doch schon in einer Situation, wo wir die Kids dazu ermutigen können, wo die sehen, ey, wenn der das macht, wenn der das sagt, so, dann oder ich nehme den zum Vorbild und wenn mein Vorbild das macht, dann will ich das auch machen oder ich finde den Typen cool, ich finde den sympathisch, was auch immer. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir so einfach unsere Funktion nutzen, weil es muss sich was ändern. Weißt du, wenn es so weitergeht, so, wo wollen wir denn enden? Wo wollen wir denn landen? Weißt du, die Leute, so die Hetze wird ja immer wieder betrieben, egal ob es jetzt gegenüber Ausländern ist mit Islamisierung oder dies oder das oder sonstiges. Und das sind doch so, die Leute werden gegeneinander aufgehetzt. Und ich glaube, wir sind so diejenigen, gerade für die Jugend, wir sind die Sprachrohr als Musiker, als Leute, die Kids cool finden, die Vorbildsfunktion haben. Und dass wir so diejenigen sind, die einfach die Leute auch ansprechen können, denen sie zuhören. Und wenn die sagen, okay, krass, da ist Rapper XY, der sagt das oder der macht auf das Thema aufmerksam, dass sie anders zuhören, als wenn die eigenen Eltern das tun. Mhm. Weißt du, in der Situation, so, wir waren ja alle schon mal Kinder. Wir kennen es ja. Wenn die Eltern was gesagt haben, ist es nicht cool. Wenn wir damals Vorbilder gehabt hätten, die irgendwas Cooles gesagt haben, dann hätten wir uns das auch so ein bisschen besser an die Brust genommen. Das sag ich auch krass. Immer wieder. Also, mir haben damals diese Vorbilder gefehlt. Hundertprozentig. Also so ein Charo hätte ich mir gerne gewünscht in meinem Leben. Ja, wie sonst denn? Also es ist halt einfach so. Und ich glaube, die Kids, die brauchen das so. Und ich glaube, wir Musiker müssen da auch ein bisschen mehr in die Verantwortung reingehen. Mm-hmm. Weißt du, das hat früher nie stattgefunden. Oder wenig stattgefunden. Ich glaube, vielen ist es auch gar nicht bewusst gewesen, in welcher Position wir da manchmal sind und was wir machen können. Ja. Und was wir beeinflussen können. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir das einfach machen. So, da stimme ich dir absolut zu. Ich habe jetzt hier den Knoblauch, Ingwer und Chili fein gehackt. Ja. So, dann schmeißen wir jetzt wieder den Herd an. Dann bräuchte nur einmal Sesamöl. Weißt du, was du schon mal machen könntest? Du kannst das Glas Wasser nehmen. Ja. Hier die beiden Sirups reinmachen. Einmal Sojasauce. Ahornsirup und diese Limette hier mit reinpressen und dann einmal verrühren, bitte. Okay. So, dann könnten wir auch schon zu den klassischen zwei Fragen bei Bee's Kitchen kommen. Yes, jetzt bin ich gespannt. Du hast die Wahl, zu Hause kochen oder lieber draußen essen? Ehrlich gesagt, lass mich kurz überlegen. Ja, überleg. Lass mich kurz überlegen. Kommt drauf an, was ich zu Hause habe. Wenn ich aber gute Sachen zu Hause habe, dann koche ich gerne zu Hause. Ja. Ja. Aber ehrlich gesagt, so kommt es auch immer drauf an, ob ich Besuch habe, ob ich keinen Besuch habe, wer bei mir ist und so weiter und so fort. Ich koche gerne für Leute oder mit Leuten, cool. Aber für mich alleine selten, weil ich kaufe dann ein, habe ich keinen Bock, dann, weißt du, wenn fehlt mir dann auch manchmal die Zeit, dann bin ich nicht zwei Tage ein Stück zu Hause, dann schmeiße ich die Hälfte weg oder sonstiges, das ist für mich immer so verschwendet, dann bestelle ich lieber schnell. Mir macht es auch keinen Spaß, für mich alleine zu kochen, aber manchmal habe ich so Phasen, wo ich dann doch schon gerne für mich alleine ein paar Sachen koche. Schön. Das wird aber auf jeden Fall demnächst auch bei mir richtig stark thematisiert, wenn man alleine lebt, dass man mit den Lebensmitteln nicht so krass verschwendet. Ja. Das habe ich mir vorgenommen und das wird demnächst bei mir so auch auf den Social Media Kanäle sichtbar sein. Voll gut. Ist auch wichtig, glaube ich, Mann. Ja, absolut. Absolut. Wir sind sehr verschwenderisch. Konsumgesellschaft. Wie du gerade gesagt hast. Eigentlich bestellen ist auch verschwenderisch, Mann. So viel, wie viel für Stellen ausgeben teilweise. Ja. Und ich meine Rechnungen von den letzten 3 Jahren hochholen. Ich kriege, glaube ich, Herzinfarkt. Nochmal, bitte? Sag, ich will gar nicht meine Rechnungen von den letzten 3 Jahren hochholen, was ich alles schon bestellt habe. Ich kriege, glaube ich, einen Herzinfarkt. Lieferando, oder? Ja, Lieferando immer auf Dings. So. Und die nächste Frage: Was ist dein Lieblingsgericht? Ein Lieblingsgericht. Du hast jetzt deine Henkersmahlzeit. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Meine Henkersmahlzeit. Lass mich kurz überlegen, was wäre meine Henkersmahlzeit? Ich glaube, was Persisches. Was Persisches? Persisches. Ich esse sehr gerne persische Küche. Wow. Also, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, du sagst mir gleich bestimmt einen Burger oder ein dickes Steak oder so. Das kannst du überall holen. Ja. Ich esse gerne multikulturell. Also Persisch esse ich gerne, ich esse gerne arabische Sachen. Schön. So, weißt du, sowas in die Richtung. Safe. Ich glaube, das wäre so. Ja, das wäre so mein Ding. Sehr schön. Oh, wie Lammkoteletts mit Reis schön persisch gebraten. Saffanreis. Saffanreis, sowas in die Richtung. Das wäre, glaube ich, so. Das Ding, wo ich mich am wohlsten mitfühlen würde. Mhm. So, ich habe ja hier den Knoblauch, Ingwer und Chili fein gehackt. Das füge ich jetzt hier einfach mit hinzu. Und Amerika. Warst du auch schon mal in Amerika? Ja, mehrmals. Wie alt warst du da? Und das erste Mal, wo du in Amerika warst? Das erste Mal als Baby, das habe ich natürlich noch nicht so mitgekriegt. Dann bin ich als Kind, so mit, ich glaube, 10 oder 11 gewesen. Und dann das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt in Amerika und krieg das so auch mental mit, war so mit 14, 15. Mit 14, 15? Ja, ja. Wie war es da so für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Es war heftig, es war eine heftige Erfahrung. Also als ich jünger war und in Amerika war, war ich bei meiner Tante meist, also von meiner Mutter die Schwester, die lebt in Amerika. Mhm. Und mit 14, 15 war ich dann das erste Mal bei meinem Vater und der Familie da, in L.A. und so. Und das war dann für mich so ein
das war für mich schon so anders, weil ich habe dann auch meine Cousins drüben kennengelernt, die Familie da, meine Tante von meinem Bruder, die Schwester. Wir sind ja auch so eine schwarze Großfamilie, sage ich mal in Anführungsstrichen. Mein Vater hat 12, 13 Geschwister. Klar. Wir sind auch ein kleiner Clan. So. Und ja, es war schon krass. Also es war schon krass, so einen Teil der Familie kennenzulernen, zu sehen, wen es da alles gibt, die Art, wie die leben, was die machen und so weiter und so fort. Und es ist natürlich schon eine andere Kultur, wenn du in Amerika bist, wenn du die Leute da mitkriegst, wenn du den Stil mitkriegst und das erste Mal das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt wirklich in so einer Gruppe von Leuten, die aussehen wie ich, die so vom Stil her dieselbe Musik hören wie ich, die, weißt du, die Kultur haben, den Style. Da hast du das erste Mal das Gefühl von so ein bisschen Zugehörigkeit. Das hatte ich das erste Mal wirklich zu 100%, als ich da war und meine Familie da kennengelernt habe. Und auch das erste Mal, muss ich so sagen, das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich krass eine große Familie habe. Kann man sagen, dass du da mit offenen Armen empfangen worden bist? Ja, teils. Also teils. Zum Beispiel meine Tante, meine Cousins und die ganzen Leute schon. Meine Großmutter habe ich leider nicht so ein gutes Verhältnis zu ihr. Ist ein bisschen komisch als von ihrer Art, einfach von dem Auftreten. Aber rein theoretisch sonst schon. Ja, ja. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute da einfach offen sind, dass die cooler sind, dass Amerika anders ist. So. Die Leute sind, weißt du, die Leute von ihrer Kultur und so sind ja generell schon viel lockerer. Also Amerika ist ja von der Art super, super locker, super familiär. Die Leute sind immer so, egal in welchen Laden du gehst, die Leute fragen, hey, wie geht's dir, alles cool, so, weißt du, so auf so eine freundliche Art und Weise. Die halten Smalltalk mit dir, die Leute empfangen dich generell mit offenen Armen. Zum Beispiel hier diese sehr, sehr kalte deutsche Kultur, so, weißt du, dass jeder so für sich ist, dass jeder so sein Ding macht, jeder so dieses, es auch, kann auch mal cool sein, dieses Privatsphäre-Ding, jeder ist nur für sich alleine, aber ich mag das schon mehr, wenn die Leute so einfach diese offene Art haben, auch wenn Leute mängeln und sagen, das ist oberflächlich, aber lieber habe ich so 20 Mal am Tag ein oberflächliches, ey, du bist cool, oder ey, wie geht's dir, oder ey, du siehst cool aus. So, wenn du mit deinen Schuhen zum Beispiel, Jordan 4 an, wenn du mit den Schuhen durch, sag ich mal, LA oder New York laufen würdest, würden locker, wenn du die Straße runtergehst, von 100 Leuten würden locker 10 sagen, ey, krasse Schuhe. Weißt du, das ist cool, so. du kriegst ein cooles Gefühl einfach so. Ja. Weißt du, was du hier selten hast. Dann gibt es aber auch so die andere Seite von Amerika. Es gibt ja auch viel Bandenkriminalität. Ich sag mal, gerade jetzt so L.A., Bloods und Crips. Und du sagtest, du hast viel Familie da, Großfamilie, viele Cousins. Gab es da auch so Erfahrungen mit? Hast du da gespürt, mitbekommen? Voll. Ich habe Verwandte und auch angeheiratete Verwandte, die so teilweise immer noch in diesen Sachen drin sind. Oder weißt du, ist ja halt einmal so in L.A. oder generell ist das Mindset bei denen ja so, sobald du einmal in der Gang drin warst, kommst du da nicht mehr raus. Also selbst wenn du 50 oder 60 bist, bist du halt quasi ein Triple OG Gang Member. Du bist ja nicht mehr aktiv, aber du bist immer noch in der Gang drin. Spannend. Und ja, klar, ich habe so eine Leute in der Familie, auch Leute, die angeheiratet sind in der Familie. Meine wichtige Frage ist so, was hältst du davon? Wie stehst du zu dieser Thematik, sag ich mal, Gangs? Ja. Banden bekriegen, das sind die Leute eigentlich alles Brüder. Voll. Wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Was kannst du diesen Leuten mitgeben? Auch wenn jetzt einer jetzt aus den Staaten zuschaut und ein bisschen Deutsch versteht, was kannst du da mal sagen? Es ist schwierig, es ist schade. Ich finde es schade, weil eigentlich sind diese ganzen Sachen ja aus einem guten Grund heraus entstanden. Die sind ja daraus entstanden, dass sie eigentlich ihre Nachbarschaften beschützen wollten, dass sie gesagt haben, wir bilden hier Gangs, so wie so eine Neighborhood Watch, um die Community zu schützen, um den Leuten zu helfen, um einfach auch gegen Polizeigewalt, gegen diesen Rassismus, der in Amerika geherrscht hat, einfach einen positiven Aspekt zu haben und Leute zu haben, die uns untereinander schützen. Und das ist dann irgendwann in territoriale Kämpfe übergegangen, in Kämpfe wegen Drogen, Geld, Macht, Waffen und so weiter und so fort. Es hat halt, es ist in eine falsche Richtung gegangen. Und das finde ich halt schade. Ich finde den Urstein, den Urgedanken, dass man sagt, weißt du was, wir sind eine Nachbarschaft, wir sind eine Gang, wir halten jetzt alle zusammen, wir lassen uns nicht mehr von Polizei unterdrücken, wir gucken, dass wir, weißt du, einfach als Einheit hier auftreten, dass wir die alten Leute, die jungen Leute, egal wen, beschützen. Der Gedanke ist krass, aber das ist dann irgendwann in so eine Sache übergegangen ist, dass es nur noch um Drogen geht, dass es nur noch um Gewalt, Waffen, Territorium, wen gehört welche Straße. Das finde ich halt schade. So, da gibt es auch einen sehr interessanten Film zu diesem Thema, der auch eine wahre Begebenheit begeht. Ich glaube, das war einer von den größten, einer, der das so gegründet hat damals, Red Ambition. Oder Red Ambition, die Wiedergutmachung. Ja, ja. Kennst du den Film? Von, ich weiß, wie du meinst, der Gegner von Tuki. Mit Denzel Washington, glaube ich. Mit Denzel Washington? Ja, meine ich. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine schon. Red Ambition. Ich kenne den mit Jamie Foxx. Es gibt einen mit Jamie Foxx. Jamie Foxx. Genau. Tookie Williams spielt. Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Das ist ein richtig starker Film. Kann ich euch wirklich nur nahelegen. Da kriegt ihr auch viel mit. Ja, nicht so wie Avengers. Hier Superman gegen Hulk und so. Ja, oder Batman. Kann ich euch wirklich nur sehr nahelegen. Ja, das ist ein krasser Film. Und ja, das ist ein altes Ding, weißt du. Und es ist halt schade, dass alles in so eine Richtung abgedriftet ist.
Und dass es mittlerweile einfach nur noch darum geht, den anderen zu töten. Ja. Vor allem, man bekriegt sich über Territorien, die sowieso nicht dir gehören. Ja, die Straße gehört nicht dir. So, weißt du, was ich meine? Du verpachtest die Straße nicht, das ist nicht dein Eigentum. Wenn du stirbst, hat deine Familie nichts davon. So. Genau. Weißt du, was ich meine? Das ist alles so. Da sind wir Menschen leider behämmert. Ja, wir setzen uns selber Grenzen in den Kopf. Voll. Ist deswegen so, mag ich zum Beispiel jemanden wie Nipsey Hussle. So. Weißt du, der hat immer dafür gesorgt, dass das, was ihm so gehört, dass es seins ist. Der hat das Grundstück gekauft, auf dem sein Laden stand, hat die Läden gekauft, die dann noch drumherum waren, hat einfach dafür gesorgt, guck mal, wenn ich was habe, dann gehört das mir. Mhm. So, wenn ich sage, ich bin hier, dann ist das mein Teil und gut ist. Und wenn ich dann Streit habe oder wenn ich wegen irgendwas diskutiere, dann ist es auf meinem Gelände so. Mhm. Weißt du, er ist auf seinem Gelände am Ende gestorben, leider. Aber es ist halt jemand gewesen, der so dafür das Mindset hat und verstanden hat, okay, ich bin Gangmitglied und ich streite mich über Territorien, die nicht mir gehören, dann muss ich dafür sorgen, dass ich mein Geld investieren, dass ich es kaufen kann. So. Mhm. Und er kam aus demselben, sage ich mal, aus derselben unteren Schicht wie jeder andere. Und er hat es trotzdem, weißt du, umgesetzt, hat auch viel gelesen, hat sich auch belehrt, hat auch verstanden, worum geht es am Ende und hat dann einfach seinen Kampf geführt. Mhm. So, ich habe jetzt hier in der Pfanne nochmal die Marinade hinzugegeben, auch Sojasauce, Limettensaft und Ahornsirup und Wasser. Ja. Ja, dann habe ich nochmal hier den gerösteten Sesam hinzugefügt. Und dann sind wir eigentlich schon soweit. Ja? Ich habe noch ein bisschen Frühlingszwiebel, um ein bisschen Frische reinzubringen und das Ganze gleich schön zu dekorieren. Krass, ich bin gespannt. Ich werde so ein bisschen Pfeffer hier drauf machen. Yes. Von meinem besten Freund Emir. Der hat diese tolle Firma Becho und der supportet mich seit Tag 1. Grüße gehen raus an den. Der glaubt an mich. Braucht man manchmal für den Erfolg, dass manche Leute daran glauben. Ja. Ja, und der glaubt wirklich seit Tag 1 an mich und unterstützt mich. Killer. Und ich würde mich freuen, wenn meine Community auf die Produkte von Becho, MeLife und Aspendos zurückgreift. Danke, Leute. Findet ihr in gut sortierte arabische und türkische Supermärkte. Pfanne duftet und sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Yes. Weißt du, was mir gerade einfällt? Redemption hieß der Film. Ja, Redemption. Die Wiedergutmachung. Ich habe mir nur den deutschen Titel behalten. Ja. Wie? Redemption. Genau, kannst du hier der Community sagen? Community Redemption mit Jamie Foxx. Genau, und diesen Film kann ich euch wirklich sehr nahelegen. Da nehmt ihr auf jeden Fall was mit. Damals haben die, glaube ich, auch mit Breakdance angefangen. Mit Breakdance oder Fights einfach auf dem Feld untereinander. Ja, erst war es Tanzen. Erst haben die Gangs angefangen, gegeneinander zu tanzen, zu battlen. Genau. Dann fing es mit Schlägereien an, dann hat der erste eine Waffe gezogen. Genau. Ja, dann ist das ausgebrochen. Sehr starker Film. Ja, safe. So, unsere Hähnchen-Brokkoli-Sesampfanne ist jetzt fertig. Ich bin gespannt. Danke, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Sehr toller Gast. Ja, und wann kommt nochmal dein Album raus? 26.3. 26.3. Checkt das bitte unbedingt ab, Leute. Wie heißt das Album? Reset. Yes. Neustart. Reset. Checkt das ab und wir sagen jetzt Bismillah und rein damit, die Boy Biscuit. Sehr lecker. Kommt richtig geil. Ne? Ich schwör's euch heute richtig mega. Ich schwör, du glaubst nicht, was du verpasst gerade mit Tristan. Unfassbar. Ne? Krass, sehr lecker. Ja. Der Sesam kommt stark durch. Sesam kommt durch, aber auch die Soße. Sojasauce, ne? Die Sojasauce, super krass. Sehr lecker. Wir werden das jetzt in Ruhe wegsnacken, Leute. Yes. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst Kommentare da. Ja, und bei den nächsten 50.000 Likes auf der Folge lade ich Angela Merkel ein. Guck mal, dass wir 50.000 Likes kriegen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und schönen Abend noch. Peace. Ciao.